Wie kommt man vom Lesen zum Schreiben? Indem man beginnt zu schreiben. Das ist der einfachste Weg, um vom Lesen zum Schreiben zu kommen. In der angewandten Informatik und wieder speziell in meinem Fachbereich Security und Privacy sind die wissenschaftlichen Arbeiten sind typischerweise Papers, die so 7, 8 Seiten, zwar klein gedruckt, aber trotzdem meist kürzer als 10 Seiten sind. Und da ist es einfach interessant, andere Papers zu lesen und zu schauen, wie ist der Schreibstil. Der unterscheidet sich doch von Fachrichtung zu Fachrichtung ganz erheblich. Und in der angewandten Informatik sind unsere Papers auch so aufgebaut, dass man die Hauptmessage öfter wiederholt. Also man sagt sozusagen in der Einleitung, die ist für jeden verständlich, worum es in dem Paper geht. Und dann im Hauptteil wird das ausgeführt. Man erläutert noch einmal ganz stark die Contribution. Und diesen Stil lernt man am leichtesten, wenn man ein paar Papers liest und dann versucht, seine eigene Arbeit entsprechend niederzuschreiben und das einfach mal probiert. Dafür gibt es ja Seminararbeiten, Bachelorarbeiten, Masterarbeit und irgendwann dann Dissertation. Bei der Dissertation sollte man es dann ganz gut können. Also so das Ziel. Ich bin mir unsicher in der Beantwortung dieser Frage, weil mir dieser Weg vom Lesen zum Schreiben nicht so ganz eindeutig ist in der Beschreibung. Es ist so, wir haben im Bachelor zum Beispiel und auch in der Masterarbeit, aber besonders im Bachelor, also Lesübungen. Wir haben ein Proseminar, zentrale Texte, und da wird das Lesen von klassischen wissenschaftlichen Texten des Faches geübt. Geübt ist das richtige Wort. Man lernt, wie argumentiert wird, welche Schlussfolgerungen gezogen werden, wie begründet wird, wie zitiert wird. Also das sind die Skills, das sind die Techniken. Und natürlich kann man beim Lesen einiges lernen. Nur habe ich den Eindruck, dass sehr oft und meistens beim Lesen diese Skills, also diese Technik übersehen wird. Sehr viele Studierenden überlesen die Technik des Schreibens, wenn man sie nicht darauf aufmerksam macht. Andererseits, eine zweite Problematik ist, dass das Schreiben, wie das Lesen übrigens, aber das Schreiben noch mehr, eine schöpferische Tätigkeit ist. Also es gibt Skills, die man lernen kann, es gibt Schreibwerkstätte, wie beim Lesen kann man es lernen. Aber andererseits ist es wirklich so, dass es eine eigene Tätigkeit ist, eine schöpferische Tätigkeit. Nicht nur allerdings, es ist etwas, was man nicht genug betont eigentlich. Also diese Verbindung zwischen Lesen und Schreiben ist mir nicht immer klar, außer dass man die Technik eben der Argumentation und dass man lernt, was die Regeln des wissenschaftlichen Schreibens sind, weil man es natürlich bei den fertigen Arbeit lesen kann. Und darüber hinaus muss man sich dessen klar sein, dass es nicht das Schreiben nicht Schreiben ist. Also was ich damit meine ist, wenn Sie geschrieben haben, ist es noch nicht fertig. Und es ist sehr schlecht, wenn Sie zum Beispiel eine Arbeit schreiben für morgen, den 9.6. und Sie schreiben bis Mitternacht. Und das Geschriebene schicken Sie gleich weg. Das ist sehr schlecht, weil das ist nicht das, was man erwartet beim Schreiben. Das Schreiben ist Schreiben, liegen lassen, Abstand gewinnen, korrigieren, lesen. Das eigene Lesen mit Abstand, noch einmal vielleicht korrigieren, ausbessern und so weiter. Es ist ein Kreislauf des Schreibens, des Liegenlassen, des Korrigierens und Abstandgewinnens immer wieder. Ich wollte abschließend vielleicht noch etwas hinzufügen. Ich habe gerade gesagt, dass das Schreiben eine schöpferische Tätigkeit ist. Wir werden sicher noch darüber sprechen. Weil dieser Aspekt, diese schöpferische Tätigkeit auf jeder Stufe der Arbeit, egal was man schreibt, ist sehr wichtig und es setzt eine bestimmte Vorbereitung voraus. Aber was wirklich wichtig ist und hier vielleicht erwähnt werden sollte, das ist die Tatsache, dass zum Schreiben eine große Disziplin auch gehört. Das heißt, dass man sich festlegt, dass man einen Zeitpunkt, zum Beispiel jeden Tag um 8 oder 9, von mir aus 10, es kann auch später sein, aber es soll immer so einen Zeitpunkt festgelegt werden,
zu welchem man arbeitet, 2-3 Stunden, und man setzt sich hin, auch wenn man keine Einfälle hat. Man hat seinen Bleistift gespitzt und sein Papier hingelegt oder seinen Computer vorbereitet und man denkt über die Forschungsfrage nach, über das Thema nach und denkt darüber nach, was fällt einem dazu ein, wie sollte man vorgehen. Und da bleibt man 2 Stunden zum Beispiel. Egal, ob mir etwas einfällt oder nicht. Also es ist sehr schlecht, wenn man nach einer halben Stunde sagt, nein, heute habe ich keine Einfälle, ich gehe lieber spazieren. Spazieren gehen ist übrigens sehr gut für die schöpferische Tätigkeit, aber in dem Fall ist es trotzdem wichtig, dass man diese 2 Stunden plant, wo man am Schreibtisch sitzt und wirklich an dem Thema, an der Arbeit schreibt oder darüber nachdenkt. Ja, also zunächst mal möchte ich den Studierenden da sagen, dieses Problem habt ihr nicht allein. Dieses Problem haben eigentlich alle Leute, die schreiben müssen, von den berühmten Schriftstellern zu den Wissenschaftlern, zu den Philosophen, zu den Musikern. Wenn man sich so anschaut in der Literatur, da gibt es ganz verschiedene Strategien, damit umzugehen. Ich glaube, Thomas Mann hat sich jeden Morgen eingeschlossen mit einem Bündel gespitzter Bleistifte und durfte dann 4 Stunden lang nicht raus, bevor er was aufs Blatt gebracht hat. Das funktioniert nicht bei jedem. Aber wichtig ist, sich vor Augen zu führen, dass man das mit verschiedenen Strategien angehen kann. Eine Art und Weise ist tatsächlich, man lässt mal alle Literatur beiseite, man setzt sich hin mit einem leeren Blatt Papier und versucht mal eine Gliederung zu schreiben. Oder wenn es einem leichter fällt, das am Computer zu machen, macht man es halt am Computer. Oder aber man macht einfach ein Brainstorming. Man setzt sich hin vor dem Computer, ohne jetzt schon eine Gliederung liefern zu müssen, sondern man schreibt einfach mal los an den Stellen, die einen am meisten interessieren. Aber manche Leute können nicht anfangen zu schreiben ohne eine Gliederung. Ich gehöre leider zu denen. Andere Leute können nicht mit einer Gliederung schreiben, die müssen einfach irgendwo loslegen. Ich habe mal ein Buch gemeinsam geschrieben mit einem Kollegen, dessen Strategie genau umgekehrt war als meine. Ich brauchte Gliederung, er konnte nicht mit Gliederung. Von daher war unsere gemeinsame Arbeit am Anfang recht schwierig. Aber es gibt auch andere Methoden. Man kann auch sagen, okay, du brauchst jetzt gar nichts zu schreiben. Du nimmst aber einfach mal ein Tonbandgerät und fängst einfach mal drauf los zu reden. Das kann man auch beim Spaziergang machen. Heutzutage, wo ja diese Hands-Free-Telefone und so alles zur Verfügung stehen, kann man ja auch mit sich selbst mal spazieren gehen und man sagt sich dann einfach, was man wichtig findet in der Arbeit. Oder aber man malt sich ein Bild, man versucht grafisch darzustellen, was so die entscheidende Idee ist. Und wenn man dann so eine Serie von Bildern hat, vielleicht kann man die dann umsetzen in einen Text. Zuletzt möchte ich noch auf etwas aufmerksam machen, was früher sehr beliebt war, bevor die Computer kamen. Und das war der sogenannte Zettelkasten. Da hat man so einen Kasten genommen für so Aktenkarten, Karteikarten und hat dann so auf jede Karteikarte zuerst mal die Idee ganz knapp geschrieben, nur eine Überschrift, hat die dann angeordnet und hat dann mit der Zeit immer ein bisschen mehr zu den verschiedenen Karteikarten geschrieben, bis man dann irgendwo die Gliederung hatte. Das machen wir heutzutage nicht mehr mit diesen albernen Kästchen, sondern heutzutage können wir das einfach mit PowerPoint machen. Wir nehmen uns halt, jede PowerPoint ist so eine Karteikarte. Und da schreiben wir zunächst mal nur die Überschrift drauf und dann versuchen wir mit der Zeit immer ein bisschen mehr auszufüllen. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Ich will sagen, wir alle haben das Problem mit dem leeren Blatt, aber es gibt mehr als eine Strategie, damit umzugehen. Und es ist einfach wichtig, dass man für sich selbst herausfindet mit der Zeit, welche Strategie funktioniert eigentlich bei mir am besten. Das kann auch von Thema und Thema schon wieder verschieden sein. Also, das Wichtige ist nicht aufgeben, einfach mal was anderes probieren. Und zu guter Letzt, manchmal braucht man auch einfach mal 1 oder 2 Tage Pause. Die Dinge müssen sich manchmal einfach in unserem Gehirn anordnen, auch wenn wir gar nicht bewusst daran denken. Und ich habe viele Male erlebt, dass ich irgendwie stecken geblieben war bei einem Thema, habe einfach mal 2-3 Tage Pause gemacht und plötzlich über Nacht merke ich am letzten Morgen, jetzt habe ich ja die zündende Idee. Natürlich ist die Anfangsphase der Masterarbeit von vielem Lesen geprägt. Aber man darf auch nicht vergessen, dass vor allem in unserem Fachbereich der Ernährungswissenschaften ein großer Teil in der Bearbeitung und der Generierung eigener Daten im Labor liegt.
Um am Anfang am besten ins Thema einzusteigen, liest man am besten Übersichtsartikel, um dann weiter in die Primärliteratur vorzustoßen. Ich beobachte häufig, dass viele Masterstudierende nach der praktischen Generierung ihrer Daten Probleme haben, das generierte Wissen auch zu Papier zu bringen. Hier kann es helfen, die Ergebnisse in schönen Grafiken und Abbildungen darzustellen, klar zu strukturieren, zu formulieren und dann fällt es auch leichter, den Text hierfür zu schreiben. Natürlich ist es auch bei uns wichtig, in der Einleitung den aktuellen Forschungsstand zu Papier zu bringen. Auch hier empfiehlt es sich wieder mit Übersichtsartikeln und Meta-Analysen einzusteigen und dann sich weiter in die Thematik zu vertiefen. Auch in der Diskussion ist es natürlich wichtig, die eigenen Daten im Kontext des aktuellen Forschungsstandes zu thematisieren, zu bewerten, zu diskutieren. Auch hier wieder die Empfehlung, Übersichtsartikel und Meta-Analysen zu Beginn zu gebrauchen. Ich persönlich gehe für die Literaturrecherche so vor, dass ich mir zu einzelnen Punkten Literaturrecherchen durchführe, diese dann stichpunktartig notiere und dann gleiche Aussagen in einem Flusstext am Schluss zusammenfasse. Wie kommt man denn vom Lesen zum Schreiben? Wie äußert sich das bei euch persönlich? Und was hilft euch denn im Endeffekt, den Schritt zu wagen, den ersten Text auf die Seite zu bringen? Ich glaube, der Martin, der hat es vorher eh schon angesprochen, man sollte keine Angst haben, sich abzuwechseln. Also auch wenn man schon nur ein bisschen was gelesen hat und dann denkt, ja, ich sollte vielleicht noch 2, 3 Texte lesen oder mir erst sicher sein, bevor ich anfange, das ist meiner Meinung nach der falsche Weg. Also am besten schon so früh wie möglich zum Schreiben anfangen und immer wieder zum Lesen zurückkehren. Also ich bemerke, wenn ich es immer aufschiebe mit jetzt lese ich noch und da brauche ich noch Sicherheit und vielleicht sollte ich in dem Bereich noch einen Text lesen, dann zögere ich das Schreiben so lange heraus, bis es halt irgendwann unangenehm knapp an der Deadline wird. Und wenn man es andersherum macht, dass ich mir zum Beispiel schon sicher bin, okay, den Text werde ich jetzt brauchen, weil der ist genau auf meinem Thema, ich beziehe mich fix darauf, dann kann ich den auf jeden Fall schon mal zusammenfassen. Das kann ich auch bei anderen Texten machen, selbst wenn ich dann irgendwann draufkomme, okay, den brauche ich jetzt doch nicht oder da gibt es einen anderen, der wichtiger ist. Und das ist so mein zweiter Tipp. Sachen löschen gehört zum Schreiben dazu. Also man sollte nicht Angst haben, irgendwie was zu schreiben, was man dann nicht verwendet, weil das gehört bei jedem guten Schreibprozess dazu. Vielleicht kann man es sich in ein Dokument reinschmeißen für irgendwelche weiteren Arbeiten, wenn man dann die Zusammenfassung doch mal wieder braucht. Oder dann kommt halt in das Dokument für die ganzen verlorenen Texte, die es leider nicht in die Arbeit geschafft haben. Kann man auch mal drüber lesen zum Spaß. Aber es gehört halt wirklich zum Arbeiten dazu, dass man auch mal Sachen revidiert, wieder löscht, neu schreibt, komplett rausschmeißt. Und wenn man sich dem bewusst ist, dann ist es, glaube ich, auch einfacher zum Schreiben anzufangen, weil man nicht den Anspruch hat, was jetzt steht, das bleibt stehen, sondern es darf jederzeit geändert werden. Ich darf jederzeit zum Leseprozess zurück und dann wieder zum Schreibprozess wechseln. Vielleicht nur ein kurzes Kommentar, weil ich glaube, es ist immer schwierig, am schwierigsten ist immer mit Sachen anzufangen, irgendwie ein leeres Dokument zu öffnen. Das, was dann irgendwann eine Seminararbeit wird, das ist das Schwierigste, was du machen kannst. Und ich glaube, so wie ich mich immer dazu überrede, dass ich das jetzt einfach tue, ist, indem ich quasi die leichte Aufgabe als erstes mache. Ich designe mir ein nettes Deckblatt, da wo die ganzen Formalien umstehen, die was umstehen müssen. Dann sage ich, okay, es wird wahrscheinlich aus 5 Kapiteln bestehen. Erste ist Introduction, 5. ist Conclusion und dann 3 weitere, also das ist irgendwie so ein Standardaufbau von Paper. Dann gebe ich alle mal ungefähr Überschrift, was ich glaube, dass das so drinnen ist, formatiere das Paper so schön, wie es haben möchte. Und dann bist du irgendwie eh schon so drinnen, dass dann zu schreiben beginnen auch schon wurscht ist. Also ich muss mir immer einen Arschtritt geben, damit ich das mache. Und der Arschtritt ist meistens, machen wir die ganzen Sachen, die eh wurscht sind, die eh so ein bisschen Spaß machen, das kostet um 10 auf die Nacht, wenn es gerade kurz vorm Schlafen geht, das kannst du auch noch machen, das ist wurscht. Und dann kannst du vielleicht schon mal, ich denke mir dann meistens, ja, was ist meine Wortanzahl, keine Ahnung, sagen wir 7000 Wörter, das heißt, ich habe wahrscheinlich 500 für Introduction. Ja, probier mal aus, einfach nur 500 Wörter Introduction, damit dann die Wörteranzahl, was unten steht, korrekt ist. Also damit ich dann immer nach unten schauen kann und auch wenn ich die Introduction nochmal überarbeite, aber ich weiß, wie viel Platz ich jetzt noch habe für den Rest vom Paper. Und dann äußere ich die Kleinigkeiten und irgendwann fängst du dann einfach zum Schreiben an. Das ist so ein bisschen mein Schmäh. Voll. Und dann eben das Beachten, dass egal was ich schreibe, ich schmeiß wahrscheinlich eh weg. Oder ich werde es editieren. Und das ist voll okay. Das muss ich nicht alles stehen bleiben. Ja, ich kann mich nur anschließen.
Ich glaube, die Idee, dass man das Ganze runterbricht in kleinere Sachen, die man einfach schneller lösen kann, einfach viel angenehmer ist und diesen Prozess und diese Überwindung reduziert. Also genau, wie das Deckbett gestalten, dann haben wir schon mal eine Sache, die man auf jeden Fall hat, egal was passiert. Und dann, wenn man ein bisschen eine Einleitung schreibt, dann hat man auf jeden Fall was. Und man kann es immer noch überarbeiten und man kann es abändern, wie man möchte. Aber dann wirkt es auch gar nicht mehr so fremd und man kennt sich schon ein bisschen aus im Thema. Also ich glaube, das ist einer der besten Methoden, diese Überwindung zu zerstören. Einfach die Überwindung zu haben. Für mich ist wichtig, bevor ich überhaupt mit dem Recherchieren beginne, genau zu wissen, eben worüber ich schreiben möchte. Und danach eben dann spezifisch die Literatur zu suchen. Das versuche ich zumindest eben grob im Vorhinein schon festzulegen und suche dann eben die Literatur mit Schlagwörtern dazu und sammle einmal alles, was für mich vielleicht in Frage kommen könnte. Da kommt dann meistens wirklich recht viel zusammen, dann schaue ich mir die gesammelte Literatur mir an und ziehe mir wirklich die Informationen heraus, nach denen ich gesucht habe. Und dann kommt, je nachdem, wie viel Literatur ich gefunden habe, mehr oder weniger viel an Informationen zusammen. Wirklich nur, es können einzelne Sätze sein oder die Kernaussage aus dieser Literatur. Und dann habe ich mir schon mehr oder weniger ein inhaltliches Grundgerüst aufgebaut. Zusätzlich versuche ich auch, mir Notizen zu machen. Denn gerade wenn man viel Literatur liest, habe ich das Gefühl, es ist schwierig, sich zu erinnern, was habe ich alles gelesen und was an Informationen ist für mich nützlich. Deswegen zusätzlich zu den Informationen, die ich mir herausziehe aus der Literatur, schreibe ich mir einfach Notizen auf, versuche auch ein bisschen die Literatur zusammenzufassen und zum Schluss versuche ich dann, diese ganzen Informationen zu verknüpfen. Trotzdem muss ich auch sagen, es ist sehr davon abhängig, wie viel Literatur ich zu einem Thema finde, was für Literatur ich zu einem Thema finde. Aber das ist so meine Herangehensweise, aus der Literatur so die Kerninformation herauszuziehen und die dann miteinander zu verknüpfen. Das ist ein mit dieser Herangehensweise gehe ich meistens ans Schreiben heran. Ja, also eigentlich, gut, das wurde schon jetzt sehr viel gesagt, vor allem weil auch die Antworten auf die vorherige Frage dann auch schon ein bisschen darauf gezielt waren dann. Also was ich vielleicht noch hinzufügen würde, also davon abgesehen, dass ich halt ja die Erfahrung gemacht habe, eher dass der Übergang vom Lesen zum Schreiben halt bei mir nicht immer gut funktioniert und dass es tendenziell eher zu spät stattfindet. Aber eigentlich mache ich dann auch die Erfahrung letztendlich, dass der Schreibprozess relativ schnell dann auch vorgeht. Also wenn man dann gut darauf vorbereitet ist, also wenn man dann den Eindruck hat, okay, man hat genug gelesen, man kennt sich jetzt gut genug mit dem Thema aus, oder wenn es, wie gesagt, eher so eine empirische Arbeit ist, wo man dann auch selber Forschungsdaten hat, dass man dann eigentlich schon, bevor man überhaupt angefangen hat zu schreiben, eigentlich schon ein bisschen weiß, okay, in welche Richtung will man eigentlich gehen. Und dass dann dementsprechend der Schreibprozess auch nicht so umständlicher ist und dass man dann relativ schnell schreiben kann, wenn man dann auch weiß, was ist so der persönliche Input, was sind so die anderen Quellen, auf die man sich beziehen möchte, was bringe ich Neues dazu, was sind noch die offenen Fragen, wie will ich das gliedern dann. Wenn man das so ein bisschen so für sich selbst geklärt hat, dann geht es eigentlich relativ schnell. Also vorausgesetzt, ja, man ist dann auch bereit dazu und man weiß, wann ist der richtige Zeitpunkt, um diesen Schreibprozess dann noch zu starten.